Da ist er nämlich, der Herr Professor. Wie schön, dass Sie wieder hier sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das heißt, Sie haben einen Doppelsieger ermittelt, sowohl in der Kategorie Butter als auch in der Kategorie Vollkorn. Wer ja, ist es denn? Tatsächlich beides von Harry. Das ist der Großbäcker, ne? Gibt es in vielen Supermärkten. Genau, das ist, haben wir hier als Buttertoast. 1,9 in der Note. Vollkorn. Was hat die? Sogar eine 1 minus, 1,3. 1,9 ist ja eine 2. Okay. Ja. Das heißt, sensorisch gut und sie hat noch nichts zu beanstanden bei genau. Fett und dergleichen. Genau, also Nährwerte waren in Ordnung, sensorisch gut. Bei dem Buttertoast hätte man noch, wenn man es noch besser machen wollte, das Butterreinfett auch in Butter umrechnen können, weil Butterreinfett, verstehen Sie nicht so ganz, nee. Was das ist. Oder, ne, wenn man das haben Butter die aufgesplittet in der Deklaration. Genau, alle anderen hatten das aufgesplittet, haben das in Butter umgerechnet, weil es ja. Ja Buttertoast heißt. Das hätte man bei Harry auch machen können, das einen kleinen Abzug gegeben, sonst wäre es sogar noch besser gewesen. Was jetzt überraschend ist bei Ihrem Checkergebnis, Golden Toast, das ist ja so der Platzhirsch, ich glaube sogar Marktführer bei den Toastmarken, liegt jeweils ziemlich weit hinten. Ja. Ne? Das sehen Kunden offenbar anders. Es wird ja gekauft, aber Sie haben viel Fett beanstandet. Wie viel Fett, wie viel ist denn viel in dem Fall? Ja, in dem Fall ist normales Vollkorntoast hat ungefähr 4 Gramm pro 100 Gramm Fett. Mhm. Das hatte 5 Gramm pro 100 Gramm Fett und es hatte sogar auch mehr Zucker. Okay, sowohl bei Butter das, ist wahrscheinlich das, noch mehr, oder? Das Fett ist hier im Schnitt gewesen. Aber auch hier war mehr Zucker drin als im Durchschnitt bei den anderen. 3,8 Gramm Fett, genau, und dann sieht es beim Zucker eben ein bisschen über. Gehört denn Zucker rein? Muss das überhaupt? Geschmacklich muss es schon ein bisschen drin sein. Also es kommt auch durch das Mehl, das ist ein Abbauprodukt der Stärke. Also ein bisschen Zucker ist immer drin, aber man muss ja nicht zu viel drin haben. Ich war überhaupt erstaunt, Sie gucken beim Fett hin und ich habe tatsächlich jetzt gehört, Italien als Weißbrotland ist das Land mit den meisten übergewichtigen Kindern. Außerdem ist auch das helle Mehl im Buttertoast unter Verdacht, sogar Depressionen auszulösen, Diabetes, all solche Dinge. Das heißt, unterm Strich, ist Buttertoast eine richtig böse Sache? Also es kommt immer auf die Menge an, wie viel man davon isst und wenn es einem schmeckt, dann kann man das auch gerne essen. Eben nicht zu viel. Das Problem bei dem Buttertoast ist, dass die Kohlenhydrate, also die Stärke, die da aus dem Mehl da drin ist, relativ schnell aufgenommen wird. Unser Blutzuckerspiegel steigt dann an und der Körper denkt, oh, ich habe ordentlich was zu futtern und ich brauche meine Fettreserven nicht anfassen. Im Gegenteil, alles, was an Fett kommt, das geht erstmal in die Reserven. Wir verbrauchen erstmal das, was gerade da ist und das ist der Zucker im Blutspiegel. Und ist es fluffiger, ist es leichter, man isst schneller und mehr davon. Das ist auch, glaube ich, so verführerisch am Toast. Ne? Das scheint auch so zu sein. Und man kann sich auch ein bisschen das vorstellen im Vergleich zum Vollkorn, wo wir mehr Ballaststoffe haben, ist, dass es etwas langsamer durch den Verdauungstrakt wandert und deswegen auch noch weiter verdaut wird, schneller verdaut wird. Sally Özcan ist bei uns von Sallys Welt und macht heute Toastgerichte. Bist du selber auch so wählerisch beim Toast oder sagst du, Toast ist Toast? Also Toastbrot haben wir immer da, so als Notreserve. Das ist ein Brot, was man immer lagern kann, auch einfrieren kann. Ich bin da eigentlich nicht so wählerisch, weil wir es sowieso in den Toaster packen. Also von daher. Ja, aber wir haben ja gerade gehört, auch da gibt es dann durchaus noch geschmackliche Unterschiede. Ich finde, so manche von diesen Toasts, vor allem diese amerikanischen Sandwich-Toasts, sind dann, wenn man die anfasst, oft so verdächtig fluffig und weich. Ist das normal oder machen die da irgendwas rein? Wissen Sie? Nee, das ist normal. Also das ist eine Art zu backen. Ja. Das ist technologisch anspruchsvoll, das so hinzukriegen. Da muss man eine gute Ausbildung zu haben. Kann man bei uns machen. Okay. Ja, aber es ist ganz normal, wie jedes andere Toast auch, aus Getreide hergestellt und gebacken. Ich stelle mir gerade vor, wie Menschen damit angeben, dass sie Toast in Bremerhaven studiert haben. Offenbar geht das. Wir hatten diese eine Bio-Toast dabei. Wo ist es denn? Da drüben liegt es. Das, ja, 3,1 ist keine wirklich gute Bewertung. Und sensorisch hatten Sie und Ihr Team da Anmerkungen. Ja. Das riecht wie Wandfarbe, schmeckt ein bisschen so. Man muss das vielleicht mal erläutern. Das man darf das jetzt nicht überbewerten. Wenn wir in der Sensorik sind, dann überlegen wir, wonach schmeckt das, womit kann man das vergleichen und was dann manchmal in der Assoziation reinkommt. Das klingt manchmal ein bisschen hart, ist nicht so hart gemeint. Es ist auf jeden Fall, hat es einen, wir haben das Nebengeruch genannt, ist noch kein Fehlgeruch. Wie erklären Sie sich? Ich glaube, Sie benutzen anderes Getreide, anderes Mehl und dadurch kann schon eine andere Röstung teilweise auch von Getreide und dadurch kommen dann auch andere Geschmäcker dann rein. Hier war es, wir haben das tatsächlich als Fehlgeruch, Nebengeruch gedeutet, der nicht überzeugend war und deswegen gab es
Abzüge. Aber auch. Apropos Röstung, ab wann wird es acrylamid-technisch bedenklich? So ein golden geröstetes Toast ist wahrscheinlich unbedenklich. Das ist noch in Ordnung. Dann, wenn die ersten schwarzen Stellen auftreten, dann sollte man vielleicht das besser noch ein bisschen abkratzen. Also wenn man es abkratzt, geht es auch. Aber es ist dann aber auch nicht mehr so lecker. Ne? Besser nicht ganz so hart rösten. Ja. Aber auch das ist Geschmackssache. Jemand mag das ganz bisschen angeröstet. Der Nächste muss es irgendwie schon fast schwarz haben. Es ist, die Geschmäcker sind verschieden. Kommen Sie mal ruhig mit rüber, denn Sally zaubert uns heute was aus Toast. Und das finde ich jetzt phänomenal. Das hat mehr mit Kuchenbacken zu tun, oder? Was wird das denn? Ja, so ein bisschen. Also ich habe hier die Rinde abgeschnitten, weil die Rinde so ein bisschen trockener ist. Und benutze die aber später für Croutons. Also die wird nicht in den Müll geschmissen. Und jetzt rolle ich hier das Toastbrot aus und drücke es quasi zusammen. Hast du einen Vollkorntoast genommen? Genau, Vollkorn. So ein bisschen fürs Gewissen. Und daraus wird Pizzarolle. Das heißt erstmal Olivenöl drauf? Olivenöl drauf, dann klebt es auch ein bisschen besser. Und dann habe ich hier einfach so eine Flammkuchen-Pizza-Füllung gemacht. Also ein bisschen Schmand und Käse, Salami, Gemüse. Und da kann man eigentlich so alles reinpacken, was im Kühlschrank noch übrig ist. Also da könnte ich jetzt auch alles, was mir auf einer Pizza auch schmecken würde, nehmen. Genau. Ob das Pilze sind, ein bisschen Schinken kleinschneiden, was auch immer das ist. Zwiebeln, Knoblauch, Tomatensauce, was auch immer. Und dann ist es nur ein bisschen knifflig, das ein bisschen gut zusammenzurollen. Aber selbst da kann man sich helfen und ein bisschen Frischhaltefolie nehmen oder mit so einer Backmatte einfach aufrollen. Wir gucken dir da gleich mal noch auf die Finger, ob wir das noch sehen können, wie das gerollt wird. Und ich erwähne derzeit mal, dass es alles auf sterntv.de zum Nachlesen steht, auch die Pizzarolle aus Toastbrot als Teig. Und Herr Hilz, wenn Sie Lust haben, sind Sie nachher zur Pizzarolle eingeladen. Sieht lecker aus. Zum Verkosten? Komm gerne, wenn ich darf, komme ich wieder vorbei. Ja, ja gerne. Und Sie können es ja als sensorische Prüfung verkaufen. Ich kann es auch einfach nur so genießen. Oder so. Also ganz, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall für den Toast-Check an Sie und Ihr Team. Vielen Dank, Hauke Hilz. Sally Özcan ist hier von Sallys Welt und zaubert den ganzen Abend Leckeres aus Toastbrot. Auch diese Pizzarollen sind nicht aus Teig gemacht, sondern aus Toastbrot. Ja, aus Vollkorntoast. Du hast den vorhin so ausgewalzt. Hast du irgendwas gebraucht als Kleister, damit das sozusagen zu einer großen Teigfläche wird? Ja, ich habe ein bisschen Olivenöl draufgegeben, damit es einfach so ein bisschen besser klebt. Mhm. Und habe dann so eine Schmandcreme mit ganz viel Gemüse, Salami und Käse. Also Schmand ist der Grundstoff für die Füllung. Und dann kann man im Grunde selber auch ein bisschen improvisieren. Genau. Und hinterher diese Scheiben rausschneiden. Oh. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Es duftet auch verdammt verführerisch. Und ich höre das schmatzende Publikum. Ich glaube, hier läuft schon einigen das Wasser im Mund zusammen. Kann man auf sterntv.de nachlesen, wie die Pizzarolle geht? Wie lange war das jetzt im Ofen? So 15 Minuten. Also man muss schon sagen, es geht schon sehr schnell. Vorhin dachte ich kurz, Pizzateig ausrollen ist einfacher, weil das Toastbrot echt so fluffig war. Aber es geht ganz gut und man hat es halt doch immer zu Hause. Ich kann bei der Füllung natürlich selber ein bisschen rumspinnen. Was hast du jetzt mit reingetan? Ich erkenne Mais. Mais, Salami, eine rote Paprika, Peperoni. Mhm. Da geht ja eigentlich so alles rein, was man im Kühlschrank hat und was vielleicht auch aufgebraucht werden muss. So, und du hast dafür im Vorfeld die Rinde, wenn man beim Toastbrot von Rinde sprechen will, also die Ränder weggeschnitten. Ja. Und auch das wird nicht weggeworfen, ne? Genau, das habe ich hier einfach fein gewürfelt und habe etwas Olivenöl dran, Knoblauch natürlich, das riecht man hier auch im Studio, glaube ich, ganz gut. Salz, Pfeffer und Gewürze und dann wird es auch im Ofen einfach ein bisschen geröstet. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt als Crouton für einen Salat gedacht, sondern das kann man so beim Fernsehabend wegsnacken, im Grunde als Chipsersatz. Könnte man auch sogar als Stange lassen. Da kann man so diese Stangen snacken. Mm. Wie so Crissini-Stangen. Ich glaube, ich muss mal. Entschuldige, aber das ist einfach. Ja. Ne? Kann aber noch sehr heiß sein. Ach so, kann man. Das kann man auch vegetarisch zubereiten, wenn man möchte. Mhm. Sagen Sie mal im Publikum, hätten Sie eventuell auch Lust zu probieren? Ja. Es ist das beliebteste Brot der Deutschen inzwischen, das Toastbrot. Hat einfach den größten Marktanteil, hat sicherlich auch was mit dem Preis zu tun, aber man kann ja auch was rauszaubern. Sally Özcan von Sallys Welt ist bei uns und hat eine Pizzarolle aus Toastbrot gemacht. Ja. Jetzt dürfen Sie. Hier sitzen alle wirklich schon. Sie dürfen auch, Herr Tenhagen und Professor Hilz, gerne mal probieren. Ich habe ja eben schon, Sallys Welt ist ja eine irre Geschichte, wir haben gerade drüber geredet. Vor 10 Jahren ging alles los mit dem YouTube-Video zum Nusszopf. Inzwischen ein Imperium mit 150 Mitarbeitern. War das der Plan schon damals beim Nusszopf? Das war nicht der Plan. Der Plan war eigentlich nur, den Gleichaltrigen so ein bisschen das Kochen und Backen beizubringen. Ja, ist nicht bei den Gleichaltrigen geblieben. Ist eine nicht nur. Irrsinnig erfolgreiche Sache. Ich probiere schon mal hier diese Knusper-Croutons. Das sind die
Toasträndern. Mit was hast du die gewürzt? Mit Olivenöl, bisschen angemacht, damit sie knusprig werden. Ansonsten trocknen sie ja nur und so rösten sie schön. Bisschen Knoblauch, Salz, Pfeffer, Thymian habe ich dran, Oregano, Paprika. Super. Also so alles, was der Gewürzschrank auch so hergibt. Schöner, darf da rein. Schöner Fernsehsnack. Professor Hilz, Sie haben doch so eine Sensorik-Ausbildung, oder? Wie würden Sie es beschreiben? Lecker. Ja, okay, das lassen wir durchgehen. Ja, ich bin ja kann man machen. Ist und ja kurz vor Feierabend. Ja, ja. Und